Hi. Ich schieße dir aber meinen Pfeil in die Fresse. Ist das okay? Komm schon, stirb. Huch, oh, ich kann auch damit schlagen, cool. Ha! Oh, in die Schulter getroffen und damit getötet. Warum nicht? Wo bist du, Straßendiebin? Bei dir nehmen wir das mit, was du hier so Schönes dabei hast. Den Rest brauchen wir halt wirklich nicht. Ich werde hier irgendwie auch nicht 10 Sachen mitnehmen. Nur das, was irgendwie Nutzen sein kann. Was hast du so Schönes? Eisenpfeile, Dietrich, Handschuhe. So, Eintopf, Krustenbrot. Essen wir doch mal was davon. Nochmal diese Rattenfängerstiefel. Warum nicht? Was haben wir hier in der Truhe? Eine kleine Perle. Oh. Ich wollte doch mal gucken, die ganzen Bücher, die wir aktuell haben. Hier, Zauberbuch, Lebensabsorption, Magierlicht. Ach, haben wir die Lebensabsorption schon? Okay, dann haben wir nämlich ein paar neue Zauber. Ich kann auch direkt mal gucken, was das so ist. Geisterwolf rufen. Stufe Novize. Ich glaube, da sind wir noch nicht gut genug für. Lebensabsorption, Magierlicht. Erzeugt ein magisches Licht. Warum nicht? Schatten des Windes ist eigentlich ganz cool. Und Wohltat. Aber das versteckte das Arkanistenfieber. Das sollten wir nicht unbedingt verwenden. Wir müssen nach da. Hi. Ja, da war jetzt also ein kleiner Cut drin, denn nach den letzten Aufnahmen oder ja, während der letzten Aufnahme bin ich hierher gekommen, wo ich auch eben schon war. Und dann ist hier aber irgendwo das Spiel abgestürzt, was ein bisschen richtig kacke ist. Denn das heißt, dass es alles nicht gespeichert hat, was ich vorher gemacht habe. Ihr habt ja gesehen, wann ich das letzte Mal schnell gespeichert habe. Und deswegen musste ich jetzt den Weg neu gehen. Was heißt, dass ich auch nicht an den gleichen Orten vorbeigekommen bin wie in der Aufnahme. Aber ich wollte euch das jetzt nicht alles nochmal spielen und sowas. Ich bin quasi an den gleichen Orten vorbeigekommen, aber ich bin halt irgendwie nicht diesen Umweg gelaufen. Wir sind scheinbar irgendeinen totalen Umweg gelaufen, um hierher zu kommen. Es ging diesmal viel schneller. Ja, was aber halt, wie gesagt, bedeutet, ich habe ein, zwei Items so irgendwie nicht bekommen, dafür ein, zwei andere Sachen. Musste jetzt halt irgendwie auch noch die ganze Aufnahme vom letzten Mal irgendwie wieder herstellen, weil Bunnycam das nicht mag, wenn einfach das Spiel sich schließt. Das hat sie nämlich einfach geschlossen, als ich hier in diesen Hof reingehen wollte, zu dem Jungen. Und ja, deswegen war das ein bisschen nervig, aber jetzt sind wir hier, deswegen gab es, wie gesagt, den kleinen Cut. Das hier sieht aber schon ganz vielversprechend aus, wie der Ort, wo wir vielleicht hinwollen. Deswegen werden wir das Ganze hier doch mal ein bisschen erkunden, oder? Ich hoffe mal, diesmal stürzt es nicht ab. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Ah, genau an der Stelle ist es das letzte Mal abgestürzt. Hat scheinbar irgendwie das letzte Mal nicht funktioniert, aber diesmal ist der Dialog gestartet, deswegen denke ich mal, dass es klappt. Was meinst du? Naja, ich habe was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Warum fragst du da für mich und nicht deinen, ich weiß nicht, deinen Vater, deine Geschwister? Ich könnte gefährlich sein. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen, sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Okay, ich helfe dir, zeig mir dein Geheimnis. Oh, klasse! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit! Okay. Geheimnisse aus der Büchse. Gut. Ja, wie gesagt, ich wollte mir eigentlich gerne den Ort ansehen, aber dann helfen wir dem kleinen Silas doch mal bei seinem Geheimnis. Mareks Hof. Gehört das zum Ritual, das Huhn zu umrunden, oder? Das sah gerade super aus.
Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht in irgendwelche Gegner reinrennt. Müsste ich den kleinen Jungen natürlich beschützen. Mache ich auch. Okay, da oben. Vorne sind Krabben. Ah, die Schatulle oder was? Das Schloss bewegt sich keinen Finger weit. Da wird ein Dietrich auch nicht helfen. Das Schloss ist verrostet. Mit einem Dietrich geht das nicht. Puh. Braucht man dafür einen Schlüssel? Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Total toll. Eine Büchse? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen. Und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, Spitzbartmann? Was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Junker meinst du? Schuldet dein Vater diesem Junker Geld? Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Na gut, lass mich mal versuchen. Klar. Aber wir haben ja schon gesehen, einfach so kriegen wir die nicht auf. Mit dem Dietrich geht das nicht. Vielleicht, ich wollte mal gucken. Sind die Krabben hier nett oder was? Mal gucken, ob wir hier im Wasser vielleicht irgendwas finden. Ein Schloss oder so. Ich weiß gerade nicht, wie ich das aufbekommen soll, wenn das mit dem Dietrich nicht mal geht. Soll ich es mit dem Schwert versuchen oder was? Weiß ja nicht, ob der Junge Angst kriegt, wenn ich ein Schwert ziehe. Die Person ist beschäftigt. Ich gehe erstmal wieder zurück. Guck mir mal den Hof an oder so. Und dann gucken wir da vielleicht einfach nochmal. Was das so ist. Reden wir mal mit dem Typen hier. Ist das der Vater? Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Okay. Wer bist du? Sieht so aus wie die Elfriedin. Groß, oder? Die wir da hatten. Aber die sieht irgendwie versteinert aus. Ich glaube, da haben sie die Animation nicht richtig hinbekommen. Ist ja nach wie vor eine Mod, ne? So muss man hier bedenken. Gehen wir mal nach Flussheim. Also, Flussheim-Marix-Hof. Wo ist sie? Oh, hi. Ahoi. Ja, es ist okay, wenn wir ein bisschen Abstand voneinander halten, okay? Ahoi. Okay, die sagt sonst auch nicht viel mehr. Dann gehen wir wieder raus. Das war jetzt eigenartig. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie ich das aufbekommen soll. Ich glaube, ich warte damit noch ein bisschen, bis ich eine Idee habe. Ich habe halt Angst, wenn ich da jetzt irgendwie Magie oder sowas verwende, dass die dann böse auf mich sind. Oh, ein Hund. Hi. Striezel. Nein, als ob ich böser Hund sage. Der hat doch gar nichts gemacht. Hi. Hi. Was geht? Ich laufe hier auch mal lang. Oh, die haben hier Schweinchen. Wie süß. Kleine Oh Gott, ich dachte... Das Schwein hat gerade gleichzeitig gegrunzt mit dem Zerhacken des Holzes. Das klang gerade brutal. Oh, seid ihr knuddelig. Oh. Und auch die haben wieder Küis. Also wenn ihr den Hof nicht mehr braucht, ich übernehme den gern. Ihr seid hier unterwegs, was? Beeindruckender Bogen, den ihr da tragt. Ich hoffe, ihr wisst auch damit umzugehen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Idioten es gibt, die versehentlich irgendwelchen Passanten Pfeile ins Bein jagen. Nein, sowas würde ich nie tun. Sagt ihr noch sonst irgendwas? Verzeiht, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Vielleicht habe ich das. Ja. Aber warum fragt ihr nicht ein, euer 1000-Männer-Kohle-Mensch? Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt verschwindet. Seid ihr immer so freundlich? Nur zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden. Okay. Die ist scheinbar nicht besonders nett mir gegenüber. Sind hier wieder irgendwelche Rassefeindlichkeiten in diesem Spiel? Das ist ja unfassbar. Haus der viele so uns. Tja, Schweinchen. Dann gehen wir doch mal nach oben.
Können ja auch mal unsere Aufgabe erledigen und dann kann ich mich nochmal der Schatulle widmen, die wir da haben. Hallo, Marek, Sichelschlag. Hallo. Cool. Hm, was wollt ihr? Nix. Oh, es ist keine Tür. Sah erst aus wie eine Tür. Was ist das hier? Zur betrunkenen Biene. Oh, klingt gut. Hi. Dorfbewohner. Mal fast zum Gruß. Alles klar. Geht weiter. Hi. Na los, geht weiter. Was habt ihr denn alle? Schrecken übers Land. Säulen aus Feuer und Pfeile aus Eis. Wenn sie dich verzaubern, wird dir frostig und heiß. Der Tod ist ihr Geselle und Verderben ihr Geschäft. Interessant. Ah, da geht's nach Ark. Gut zu wissen. Und da müssen wir auch hin, glaube ich, um unsere Aufgabe fortzusetzen. Wo sind wir denn gerade? Ach, nee, aber wir sind auf jeden Fall schon richtig da, wo wir hin sollen. Oh, hier ist der Markt. Anschlagbrett. Oh, gucken wir doch mal. Kopfgeldauftrag suchen. Der wegelose Redrick Borenstein wird gesucht für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu große Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 180 Enderela Groschen ausgeschrieben. Okay, den nehmen wir doch mal an. Gibt's hier noch mehr? Achso, wir haben schon einen. Also man kann immer nur einen. Oh, oh weh. Alles in Ordnung? Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Alles klar. Schlimme Schwingungen? Oh ja. Schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Eure Aura. Oh, oh nein. Meine Aura? Was ist damit? Sie ist indigo-blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Wie genau gedenkt ihr mir zu helfen? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Wow. Wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, will ich dafür eine anständige Belohnung. Kein Haufen alter Knochen. Solch Misstrauen in die kosmischen Kräfte. Aber schön, man kann das Pferd nur zum Wasser führen. Trinken muss es selbst. Wenn es Münzen sind, auf die ihr so ausseid, so sollt ihr sie haben. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Auradieb hat ihn mir gestohlen. Ein Schönheitstrank? Ja. Seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt. Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Na dann, ein Auradieb? Ja! Es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Pyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar. Doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Auradiebe haben nur einen Existenzgrund. Und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören.
wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Oh. Ihr könnt euch sicher sein, dass es kein fliederfarbenes Einhorn war. Ich verstehe. Nein, tut ihr nicht. Aber das ist verständlich. Na schön, ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Irgendein Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Okay. Warum nicht? Komm schon, Troller. Dass sie immer alle so nah an einem stehen. Hi, Vexin. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Was ist hier? Fluss, ein Tempel. Ja, genau, da wollten wir noch rein, oder? In den Tempel. Mal gucken, ob uns da jemand heilen kann, jemand helfen kann oder so. Bei Skyrim war es ja immer so, sobald man da reingerannt ist, sind die Leute auf ihn zugegangen. So, oh mein Gott, wie seht ihr denn aus? Na sowas, noch ein Reisender. Und ich dachte, niemand würde sich bei all dem Mist, der hier in letzter Zeit passiert ist, noch auf die Straßen trauen. Dass ihr so zahlreich erschienen seid. Denn es zeigt mir, dass ihr nicht vergessen habt, dass nur der gelebte Glaube auch der wahre Glaube ist. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Fremdländer. Könnt ihr mir erklären, was es mit diesem Pfad auf sich hat? Was es damit auf sich hat? Das nenne ich mal eine Frage. Aber gut. Der Pfad ist zum einen die Heilige Schrift, die sowohl die Offenbarung der Lichtgeborenen nach dem Fall Asatorons als auch die Reise der ersten Vasalle nach Endaral dokumentiert. Und natürlich die Tugend des Pfades, nach der wir Endralea alle leben und der den Weg zur Erlösung darstellt. Zum anderen stellt der Pfad auch die heilige Berufung eines Einzelnen dar, den zu folgen Verpflichtung eines jeden gottestreuen Bürgers ist. Okay. Stufe aufgestiegen. Dann nehme ich mir mal lieber wieder Lebensenergie dazu. So, verstehe. Danke für die Erläuterung. Gerne, mein Kind. Schreitet wohl. Nein, ich wollte noch mehr wissen. Die Antwort so nahe, wenn wir nur. Könnt ihr mich heilen? Lasst mal sehen. Ja, das ist kein Gebrechen, was die Lichtmagie nicht heilen könnte. Malphas, segne diesen Körper, entledige ihn seiner Leiden und schenke ihm Lebenskraft, Wegestreue und neue Stärke. Möge dein Licht ihn leiten. Yay, alle Krankheiten geheilt. Ist hier in letzter Zeit etwas Interessantes geschehen? Das kommt darauf an, was ihr für interessant erklärt. Von den seltsamen Geschehnissen in Ark habt ihr sicherlich schon gehört. Angeblich kam der Magister, der all die Kinder ermordet hat, sogar aus Flussheim. Es macht mich traurig, derartiges zu hören. Okay. Trauere nicht um den Verlust deines Mannes. Okay, oh, und es wird wieder Abend. Gott, wie schön. Wie schön das hier einfach ist. Begeistert. Und dann gucken wir mal dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist unsere Aufgabe. Hier müsste das sein. Ah, da ist er doch schon, oder? Hallo, Alfred. Wer seid ihr?